Ja, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Herzlich willkommen zum Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl heute. Schön, dass Sie da sind. Und wir begrüßen auch ganz herzlich unsere Gäste, die heute im Livestream zugeschaltet sind. Auch da herzlich willkommen. Ja, es gibt einen Vers in Matthäus 21, Vers 42, Jesus spricht zu ihnen, zu den Juden, zu denen, die ihm zugehört haben. Habt ihr noch nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Ich habe mal so einen Stein mitgebracht, so ein Stein, den die Bauleute verworfen haben. Mit Bauleuten sind die Juden gemeint, die damals Jesus nicht ernst genommen haben, dass er der Messias, der Erlöser ist. Und auch heute gibt es viele Menschen, die Jesus nicht ernst nehmen, die ihn nicht kennen, die nicht wissen, was er am Kreuz getan hat. Und das wollen wir heute feiern. Wir wollen heute feiern, dass dieser Stein zum Eckstein, zum Bauplan für unser Leben geworden ist. Der Stein hier, der ist ganz besonders. Der war mal in einem alten Schornstein in Riedlingen drin, war verbaut. Der hat sogar eine Nummer, dass die Steine richtig aufgebaut wurden und der Schornstein nicht schief wird. Ja, stehen wir auf, um den Gottesdienst zu starten mit Gebet. Jesus, wir danken dir, dass du der Eckstein in unserem Leben bist, dass du der zentrale Stein bist, der unser Leben aufbaut. Und wir danken dir, dass wir heute dich im Mittelpunkt haben von unserem Gottesdienst, dass wir gedenken dürfen, was du für uns am Kreuz getan hast. Wir danken dir, dass wir als Gemeinde zusammenkommen dürfen. Wir danken dir, dass wir mit deiner Kraft rechnen dürfen. Und ich bete, dass du deinen Schlüssel ansetzt an unsere Herzen und die Herzenstüren aufschließt, dass wir dich heute erkennen. Amen. Wir strecken uns aus,
Zeit, Yahweh, Yahweh, in Ewigkeit, sing Yahweh, 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 nur du regierst, Yahweh, Yahweh, für alle Zeit, Yahweh, Yahweh, in Ewigkeit. Ganz nah bei dir, denk an all das Gute, das du tust. Nur auf dich warte ich, will auf deine sanfte Stimme hören. Ich steh hier, ganz nah bei dir, denk an all das Gute, das du tust. Nur auf dich warte ich. Will auf deine sanfte Stimme hören. Heilig, ewig und gerecht bist du. Retter, Heiler, Erlöser und Freund. Herr, ich preise dich, denn du bist Gott. Herr, ich preise dich, denn du bist Gott. Preise dich, denn du bist Gott, bei dir. Denk an all das Gute, das du tust. Nur auf dich warte ich, will auf deine sanfte Stimme hören. Ich steh hier ganz nah bei dir. Denk an all das Gute, das du tust. Nur auf dich warte ich, will auf deine sanfte Stimme hören. Heilig, ewig und gerecht bist du. Retter, Heiler, Erlöser und
ewig und gerecht bist du, Rette, Heile, Erlöser und Freund. Herr, ich preise dich, denn du bist Gott. Herr, ich preise dich, denn du bist Gott. Herr, ich preise dich, denn du bist Gott, Jesus. Komm, lass uns ein paar Momente Zeit nehmen, einfach den Herrn zu preisen. Ihn groß zu machen innerlich, ihn für die Großtaten zu danken, für die Meilensteine in unserem Leben. Danke, oh, dieser Danke, oh, wir danken dir, Herr, oh, wir danken dir, oh, Jesus, Jesus, oh, Jesus, oh, wir danken dir, Herr. Die Furcht muss fliehen, denn
gesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein und du nennst mich ganz dein. In deinen Armen darf ich sein. Sieh doch, wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit überdreht. Die Liebe in Person ist recht und treu steht zu mir. All unser Lob reicht niemals auf, ihn so zu erbieten, der will. Und ich komm ich vor. Ich möchte lesen jetzt vor dem Abendmahl aus Lukas 22, 7 bis 13. Es kam aber der Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem das Passahlamm geschlachtet werden musste.
Und er sandte Petrus und Johannes und sprach: Geht hin und bereitet uns das Passamahl, dass wir es essen. Sie aber sprachen zu Jesus: Wo willst du, dass wir es bereiten? Er aber sprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, wo er hineingeht. Und ihr sollt zu dem Herrn des Hauses sagen: Der Lehrer sagt dir, wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passamahl essen kann? Und jener wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen, dort bereitet. Als sie aber hingingen, fanden sie es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passamahl. Hier zeigt sich so die Allwissenheit Jesu, und gute Dinge wollen auch gut vorbereitet sein. Und die Jünger haben da sicher auch ein ums andere Mal erkannt, wie genial das vorbereitet ist, dass Jesus das genau schon vorher gesehen hat, wer uns ein Haus, wer uns einen Raum bereitstellen wird, wo wir das Passamahl feiern können. Und wir lesen weiter ab Vers 14. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch und dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Das war sicher eine Wahnsinnsstimmung, einerseits viele Wunder mit Jesus als Jünger erlebt zu haben, andererseits hat Jesus schon Tage, vielleicht auch Wochen davon gesprochen, dass er leiden wird, dass er sterben wird und dass er dann nicht mehr da sein wird. Die Juden haben Jahrhunderte dieses Passamahl gefeiert. Das ist ja ein Erinnerungsmahl an die Zeit, wo Gott sie aus Ägypten rausgeführt hat und er sie befreit hat und sie praktisch diesem Todesengel, der dadurch die Gassen, durch die Straßen ging und Ägypter zu Tode gekommen sind, aber wenn sie das Blut eines fehlerlosen Lammes an ihrem Türpfosten gestrichen haben, dann ist der Todesengel vorbeigegangen. Und dieses Festes feiern sie am Passamahl mit ungesäuerten Broten. Und Jesus setzt jetzt aber ein neues Mahl ein. Er setzt das Herrenmahl, das Abendmahl ein, um zu zeigen, das Blut von Böcken, von Schafen reicht nicht aus, so wie wir das im Alten Testament lesen, um Schuld zu sühnen, sondern es muss ein anderes Opfer her. Und wir haben es im Lied schon gesungen, aus Gnade gehen wir frei aus, weil Jesus die Schuld ans Kreuz getragen hat. Und deshalb, das lesen wir in Vers 19, nahm Jesus das Brot, dankte und brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Brot und Wein als Symbole für den Leib Christi und für das Blut, was er vergossen hat. Wir glauben nicht, dass Brot und Wein verwandelt wird, sondern es sind lediglich Symbole. Und es ist für uns auch ein Gedächtnismahl, wo wir an den Tod Jesu denken. Ein Gedächtnismahl, wo wir Gemeinschaft mit Jesus haben, wo wir in die Tiefe der Bedeutung des Abendmahls reingehen. Aber es ist auch ein Beziehungsmahl, weil ich kann nur an Dinge gedenken, die ich selbst verstanden habe und die ich auch selbst angenommen habe.
Jesus ging ans Kreuz für die Schuld von jedem Einzelnen von uns. Wir haben eine Vertrauensbeziehung zu ihm. Wenn du aber keine Vertrauensbeziehung zu ihm hast oder wenn irgendwas zwischen dir und Jesus steht, dann lass einfach, jeder von uns hat so ein Döschen bekommen, wo oben eine Oblate drin ist und innen drin dann Saft, dann öffnet es nicht. Ich möchte aber jetzt noch Gelegenheit geben, so in der Stille, dass jeder, wenn was zwischen dir und Jesus steht, dass du das vorbringen kannst, dass du das bereinigen kannst, dass der Weg zu Jesus wieder frei ist und ohne Nebel und ohne dunkle Wolken. Jesus, ich danke dir, dass wir mit dir jetzt das Mahl feiern dürfen, dass es ein Gedächtnismahl ist und dass wir nicht ermessen können, was es gekostet hat, dass du ans Kreuz gegangen bist für uns. Wir können die Schmerzen nicht ermessen, die du am Kreuz gehabt hast. Wir sehen die Wunden nicht, die du am Körper gehabt hast, durch Geißelung, durch Folterung, durch die Dornenkrone, die du aufhattest. Aber wir sind dir unendlich dankbar, dass wir jetzt hier stehen dürfen und dass wir dir nicht egal sind, sondern dass deine Liebe gesiegt hat. Und so könnt ihr jetzt auch den oberen Teil von eurer Dose abziehen, dass wir gemeinsam die Oblate nehmen. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich danke dir, Herr, für deinen Leib, der gebrochen wurde. Und ich danke dir auch für dein Blut, was vergossen werden musste, dass du unsere Schuld bezahlt hast, dass du ans Kreuz gegangen bist, aber auch, dass du wieder auferstanden bist. Und so nehmen wir jetzt den Saft als Gedenken an deinen Tod, an deinen Kreuzestod, an dein Leiden.
Danke, Jesus, dass du mitten unter uns bist, dass wir nicht bei einer Beerdigung stehen und nicht wissen, wie es weitergeht und den Tod als Mittelpunkt sehen, sondern wir sehen deine Erlösungstat. Und in dieser Trauer ist viel Freude, weil wir erlebt haben, was es heißt, wenn du frei machst. Und frei dürfen wir sein, dich zu feiern. Amen. Komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinen Armen darf ich sein. Ich komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinen Armen darf ich. Für diesen Morgen. Wir danken dir, dass in dir Kraft ist. Da, wo wir schwach sind, da bist du stark. Da, wo wir nicht weiter wissen, weißt du weiter. Da, wo wir an unsere Grenzen kommen, genau da wirkst du. Du wirkst nicht da, wo wir klasse sind und wo wir voller Kraft sprotzen und denken, hey, wir haben alles im Griff. Sondern vor allem wirkst du da, wo wir schwach sind, weil du ein kräftiger, starker Gott bist. Ein Gott,
der seinen Sohn gesandt hat auf diese Erde, der uns frei gemacht hat und der uns befähigt. Und so möchte ich jetzt beten für alle, die heute Morgen da sind, die genau das empfinden, Kraftlosigkeit. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du jeden jetzt berührst, da wo er kraftlos ist, dass du mit deiner Kraft hineinkommst und dass wir erleben dürfen, wie du jedem begegnest heute Morgen. Komm deine Kraft über sie jetzt. Wir segnen unsere Geschwister hier heute Morgen. Wir beten jetzt, Heiliger Geist, komm. Füll du sie. Füll du ihre Kraftlosigkeit und verwandle es in Kraft. Komm mit deiner Gegenwart. Komm mit deinem guten Heiligen Geist. Wir beten auch für Krankheit heute, dass du Heilung schenkst, Jesus. Jesus, du bist gekommen auch, um zu heilen, um wiederherzustellen. Und ich segne jetzt die Menschen unter uns und auch im Livestream, die vielleicht mit Krankheit zu tun haben, die Plagen haben. Jesus, danke, dass du heute Morgen berühren wirst. Danke. Danke, Jesus. Du bist ein guter Gott. Amen. Amen. Guten Morgen. Ja, wir haben heute einen besonderen Gottesdienst heute Morgen, und zwar Karfreitag. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist es immer so, Karfreitag ein Stück weit Tradition, dass man an Karfreitag, ja, über die Kreuzigung von Jesus, Moment, ich glaube am Tisch, ist der richtig so der Tisch, oder? Bisschen Rex. Okay, bisschen rechts. So besser. Ich danke vielmals. Ich merke gerade ein bisschen Schieflage hier vorne, aber jetzt haben wir es. Gut. Wo bin ich stehen geblieben? Tradition. Ich weiß nicht genau, wie es dir geht mit so Traditionen. Ich denke grundsätzlich, Traditionen sind gut. Zum Beispiel die Tradition, morgens die Zähne zu putzen. Ich denke und ich hoffe, dass ihr heute Morgen schon die Zähne geputzt habt. Ist eine gute Tradition, weil man sollte ja seine Zähne pflegen, und das ist eine gute Tradition. Aber was ich nicht so mag, sind Traditionen um der Tradition willen. Was ich damit sagen möchte, man tut etwas, aber man weiß gar nicht warum. Und so ist auch, geht es mir manchmal an Karfreitag, dass ich sage, es ist eine gute Tradition, dass wir an die Kreuzigung von Jesus gedenken. Das werden wir uns auch anschauen. Aber wenn es da dabei bleibt, dann muss ich sagen, dann haben wir das Ziel verfehlt. Sondern es geht darum, dass dieses Thema unser Herz berührt. Seid ihr da mit dabei? Weil Karfreitag, vom Wort her, Kar heißt eigentlich Trauer oder Kummer. Und ich weiß noch, ich war ganz bewusst mal in Griechenland bei meinen Eltern, wenn sie Ostern feiern, um das mal mitzuerleben, wie ihre Tradition so ist, beziehungsweise ich bin ja auch so ein Stück weit aufgewachsen, dieser griechisch-orthodoxen Tradition. Und war dann dort an Karfreitag. Und ich weiß, dass manche auch fasten in dieser Zeit. Und so ist auch Tradition, sage ich mal. Vor diesem Wochenende, ja, Karfreitag und Auferstehungssonntag, also Ostersonntag, dass man fastet. Weil man soll ja ein bisschen mitleiden. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, ich bin extra nach Griechenland, um das wunderbare Essen meiner Mama zu mir zu nehmen. Und komme da am Freitag an und ich war gar nicht auf meinem Schirm, weil ich nicht in dieser Tradition so denke oder lebe oder auf, also, und dachte mir, ach mei, jetzt gibt es da bloß so eine komische Brühe. Und dann gab es schon ein bisschen so Enttäuschung, aber ich habe mich ja gefreut auf Sonntag, weil da werden Lämmer gegrillt in Griechenland tatsächlich. Die werden dann geschlachtet.
im Dorf von meiner Mutter zum Beispiel ganz offiziell, so auf dem Platz werden die Lämmer gebracht und werden geschlachtet als ein Bild für Jesus. Und dann werden die gegrillt und gegessen, so wie im Alten Testament, was wir vorher auch vom Achim gehört haben. Und an dem Karfreitag, aber nochmal zurückzukommen, da war es dann so, dass ich da im Garten von meinem Vater saß und nebendran ist eine Kirche. Und diese Kirche, das ist auch so eine Tradition in Griechenland, die bimmelt alle 5 Minuten. Gefühlt. Also ich weiß nicht genau, ob es 5 Minuten sind oder 10 und nicht so richtig so ding, ding. Wie ist das so ein Geräusch, so ein komisches. Und du bist gerade im Unterhalten und du willst gerade so tief ins Gespräch reinkommen, plötzlich ding. Und eigentlich sollte doch Karfreitag etwas sein, wo besinnlich ist und man darüber nachdenken soll, was da geschah. Mir hat es ein bisschen aggressiv gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß nicht genau, wie du heute Morgen gekommen bist. Bist du auch manchmal aggressiv? Ich bin gestern aggressiv gewesen. Ich sage aber nicht, warum. Das war eine Situation, wo ich echt ausgerastet bin. Sind manchmal so, sind Lebenssituationen. Guido, du sagst, du kennst sowas gar nicht, gell? Herr Jesus, segne du diesen Mann. Willst du vorkommen zu predigen? Nee, jeder kennt es. Spaß beiseite. Und wisst ihr was? Genau dafür ist Jesus eigentlich gestorben. Gott sei Dank, dass unser Vater im Himmel seinen Sohn Jesus gesandt hat, der am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Gott sei es gedankt. Mein Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass er gekommen ist, um uns zu befreien von Schuld. So möchte ich heute Morgen uns hineinnehmen in der Untertitel, der heute im Predigt heißt, unterschiedliche Stimmen unter dem Kreuz. Ein ungewöhnlicher Untertitel, da geht es darum, dass wir uns mal anschauen, wie unterschiedlich die Leute die Kreuzigung von Jesus Christus erlebt haben und ein Stück weit hineinschauen, was haben sie denn gesagt? Es sind ja unterschiedliche Stimmen aufgrund dessen, weil jeder etwas anderes gesehen hat. Kennt ihr das? Man schaut zum Beispiel gemeinsam einen Film an, sei es ein Actionfilm, ein Liebesfilm oder einen politischen Film, spielt es erstmal keine Rolle. Man schaut den Film gemeinsam an und danach spricht man über diesen Film und jeder hat so eine andere Sicht der Dinge. Jeder empfindet es anders. Kennt ihr so etwas? Oder du hast irgendwie ein gemeinsames Erlebnis und jeder empfindet es ganz unterschiedlich. Das erinnert mich an eine Geschichte, sicherlich der eine oder andere kennt diese Geschichte, und zwar die Geschichte von 3 Männern. Und diese 3 Männer machen alle 3 das Gleiche. Und zwar haben sie eine Schaufel in der Hand und sie graben ein Loch. Alle 3. Alle 3 machen das Gleiche. Und dann werden die 3 interviewt und gefragt. Hey du, dann geht zum ersten Mann hin. Was machst du da? Und der erste Mann, der ist richtig so frustriert. Und sagt, ich grabe hier ein Loch. Und ist total demotiviert, weil so ein Loch zu graben mit der Schaufel, je nachdem wie die Bodenbeschaffung ist, ist ja auch sehr anstrengend. Und er war so richtig frustriert. Und dann geht man zum zweiten und fragt ihn, ja, ey, was machst denn du hier? Und dann sagt er, der war so ein bisschen schon motivierter und sagte, ich grabe hier ein Loch für ein Fundament. Aha. Und dann geht man zum dritten, der hätte man sehen sollen. Der war total aus dem Häuschen, so, so richtig voller Elan, voller Begeisterung. Dann dachte der, hey, was ist mit dem los? Und der dritte wurde gefragt, was machst du hier? Und dann sagte er, wir bauen hier eine Kathedrale. Was ich damit sagen möchte, ist, du kannst das Gleiche erleben, das Gleiche tun und doch ganz unterschiedlich in deinem Herzen bewegen.
Und genauso ist es auch mit der Kreuzigung. Es kann für dich vielleicht etwas sein, so was ganz Traditionelles. Ah ja, klar, man geht da in Gottesdienst heute, logisch. Es kann auch etwas sein, was du ein Stück weit schon erkannt hast, aber in der Tiefe noch gar nicht so richtig greifen konntest, so wie dieser zweite Mann, der ein Fundament gesehen hat, ein Fundament. Aber wisst ihr, was das Ziel wäre heute? Dass du sowas tust wie dieser dritte Mann. Dass du das komplette Bild erkennst, was eigentlich die Kreuzigung mit auf sich hat. Und oftmals ist es mehr, als wir denken oder wahrnehmen. Und so möchte ich so uns hineinnehmen in diese Geschichte aus Matthäus Evangelium 27 Kapitel Verse 35 bis 37 und möchte vorab sagen, dass ich mich auf Matthäus Evangelium mich fixieren werde, weil ja alle vier Evangelien berichten ja von der Kreuzigung von Jesus, ein ganzes Kapitel. Und da sehen wir schon, dass die Kreuzigung von Jesus wirklich ein zentraler Punkt ist in dem Glauben eines Menschen, der Jesus nachfolgt. Ich lese mal, ich glaube, das ist die Schlachtübersetzung, was ich genommen habe. Nachdem sie ihn nun gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich und warfen das los, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und das Los über mein Gewand geworfen. Und sie saßen dort und bewachten ihn. Und sie befestigen über sein Haupt die Inschrift seiner Schuld. Und jetzt kommt diese Sache. Dies ist Jesus, der König der Juden. Ich weiß nicht genau, wie ihr diese Kreuzigung von Jesus, wie oft ihr sie durchgenommen habt, gelesen habt, wie ihr darüber nachgedacht habt. Wir sehen hier Jesus als gekreuzigt, er hängt am Kreuz und sicherlich, wenn wir uns anschauen, die ganzen Gräueltaten der damaligen Zeit, was es ausgemacht hat, einen Menschen zu quälen. Interessant ist, dass die Bibel gar nicht darüber berichtet. Nur die Geißelung, aber die Kreuzigung selber gar nicht im Detail. Wenn wir die Details anschauen, ist eine Gräueltat, die damals die Römer eingeführt haben, Menschen hinzurichten. Nach Jesu Tod und auch Verstehung sind später, als die Juden verfolgt wurden, und aber nicht nur die Juden, sondern auch die, vor allem die Christen verfolgt wurden, wurden am Tag 5000 Menschen gekreuzigt. Am Tag. Das soll ich vorstellen. So dass kein Holz mehr da war. Das heißt, die Wälder wurden abgeholzt. Man hat kein Holz mehr gefunden damals. Und es hat auch Jesus prophezeit, dass es kommen wird. Eine Verfolgung. Und die Kreuzigung war damals eine Hinrichtung, dass derjenige, der am Kreuz hängt, dann später erstickt. Also praktisch ein qualvoller Tod, das viele Menschen erlebt haben damals. Deswegen möchte ich schon an der Stelle schon mal etwas sagen. Gar keine Frage, diese körperliche Schmerzen, die Jesus hier erlebt hat. Aber eigentlich geht es um was viel Tieferes, was seine Kreuzigung unterscheidet von den vielen Kreuzigungen damals, die stattgefunden haben. Weil da ist etwas passiert in einer Dimension, in einer Kraft, die uns gar nicht manchmal vor Augen ist oder manchmal wir gar nicht so wahrnehmen, weil wir immer nur auf Sichtbare schauen. Und hier steht, dass die Henker, das waren die römischen Soldaten, die haben sein Gewand, die haben losgeworfen. Und hier steht, dass ein Prophet das vorausgesagt hat, das ist am Psalm 22, im Alten Testament, das ist am Psalm, den David geschrieben hat. Er war ja auch Prophet in dem Sinn. Und er hat schon prophezeit, dass jemand kommen wird und sterben wird und man wird sein Gewand losen. Das heißt praktisch, das Gewand von Jesus, das ihm Herodes gegeben hat, das war so wertvoll, dass sie gesagt haben, hey, wir wollen jetzt diese Beute, das war damals so üblich, dass die Henker die Beute derjenigen, die da starben am Kreuz, genommen haben und geteilt haben. Die haben gesagt, das ist so wertvoll, wir wollen es nicht durchteilen, sondern wir werfen es los. Wir würfeln darüber, wir zocken darüber. Also merkt man schon, was für eine Zeit damals Jesus gelebt hat, eine brutale Zeit.
Und jetzt kommt dieser Satz. Dies ist Jesus, der König der Juden. Ich weiß nicht genau, wie es dir geht. Als ich als Kind immer diesen Film mir angeschaut habe, König der Könige. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film vor Augen habt, der eine oder andere vielleicht mal gesehen. Das ist ein Film, glaube in den 60er Jahren wurde er gedreht. Und als Kind habe ich immer diesen Film mir angeschaut. Und dann bin ich immer an diesem, sage ich mal, an dieser Schrift oder wenn es da geheißen hat, Jesus der König. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es nie so verstanden. Wieso nennt man ihn König? Das ist eine Frage. Und wieso haben sie ihn gekreuzigt, weil er sich als König ausgegeben hat? Was ist der Grund eigentlich von dieser Aussage? Und ich habe immer darüber nachgedacht. Ich meine, ein König, der muss doch Soldaten haben, der muss eine Streitmacht haben, der muss irgendwie, als er geboren wurde, irgendwie bekannt sein. Das war ja bei Jesus gar nicht. Und schaut, und hier geht's schon los. Weil wir die Wurzeln unseres Glaubens gar nicht so gut kennen, weil wir das Alte Testament nicht so kennen, weil wir den Ursprung von dem Ganzen gar nicht so kennen. Ich möchte euch kurz mal reinnehmen, es geht nicht lange, aber ich muss, bevor ich auf die unterschiedlichen Stimmen unterm Kreuz eingehe, erstmal ein Fundament legen. Und zwar dieses Fundament liegt hunderte Jahre vor der Kreuzigung von Jesus zurück. Im Alten Testament gab es immer Propheten. Große Propheten, kleine Propheten. Die haben etwas prophezeit. So wie bei, was wir hier gelesen, der hat prophezeit, dass das Gewand losen werden, die drüber wurfen werden. Gab es schon im Alten Testament. Und ein Prophet, der ist Daniel. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal drüber gehört oder was gelesen von ihm. Daniel war ein Prophet im Alten Testament, der lebt in einer Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Israel wurde damals besiegt von den Babyloniern und Daniel war ein junger Kerl, vielleicht 14. Okay? Willst du was sagen? Ja. Okay, darf ich weitermachen? Dankeschön. Der war vielleicht 14, ganz junger Kerl. Und er kam in die Gefangenschaft nach Babylon. Und er war ein Prophet. Und damals gab es einen König, der hieß Nebukadnezar. Der war der König von Babylon. Und dieser König, der hatte einen Traum. Und dieser Traum hat ihn beunruhigt. Und das holte seine Leute, dass sie diesen Traum mal erklären sollten, aber und zumindest mal sagen sollen, was er geträumt hat. Weil er wollte wissen, sind da Leute, die es echt erklären können, solche Träume? Und niemand konnte es. Und dann sagt die Leute, ein gibt's, da ist Daniel. Und sie holten diesen Daniel. Und der Daniel erklärt diesen Traum. Und Sam, schauen wir uns kurz ein Bild an. Ich mache es nicht lange. Ihr seht hier eine Statue. Und Daniel berichtet davon, dass dieser König, du hattest einen Traum sicherlich. Und du sahst eine Statue. Und dann sagt der König, ja, woher weißt du das? Und sagte, der Geist Gottes hat mir es gezeigt. Und Daniel sagt, diese Statue, von der du träumst, die ist in vier Bereichen aufgeteilt. Ein Kopf aus Gold, Arme und Brust aus Silber, Bauch und Lenden aus Bronze und unten bis hin zu Füßen aus Eisen. Und dann sagte der Nebukadnezar, der König, ja, aber was bedeutet dieser Traum? Und er sagt, der Traum geht doch weiter. Er sagt, ja, wie geht der weiter? Er sagt, Daniel dann, gell, der Traum geht folgendermaßen. Da kommt irgendwo so ein Stein, ganz unscheinbar. Er kommt ins Rollen. Und er, wenn wir uns das nächste Bild uns anschauen, er zerstört diese Statue. Und er sagt, der König Nebukadnezar, ja. Ja, aber was hat das zu bedeuten? Was ist der Grund? Was ist dieses Ganze? Und Daniel sagt Folgendes, ich erkläre mal diesen Traum. Das erste, der Kopf, das Goldene, das ist dein Reich, das babylonische Königreich. Dies Reich wird aber abgelöst durch das zweite Reich, das sind die Arme und die Brust, den Silber,
Das ist das Persische Reich. Und wer Geschichte ein bisschen kennt, in der Umgebung von damals von Israel waren die Reiche, die damals entstanden sind. Aber auch das wird vergehen. Und nachdem kommt das dritte Reich, das ist das Reich der Bronze von diesem Bauch und den Lenden, das ist das griechische Reich. Aha. Und dann kommt ein viertes Reich, das ist ein Reich aus Eisen, das schlimmste Reich von allen vier, so beschreibt es auch Daniel, Kapitel 2, könnt ihr mal lesen zu Hause und noch später nochmal berichtet auch Daniel nochmal auf eine andere Art und Weise. Und er sagt, dieses Reich ist noch schlimmer als alle Reiche davor. Und jetzt sehen wir hier doch einen Stein und dieser Traum geht weiter. Dieser Stein, haben wir nicht vorhin gehört, der Stein, den die Bauleute verwerfen werden? Wisst ihr, wer dieser Stein ist? Es ist Jesus Christus, der König der Könige. Es ist sein Reich, das Königreich von Gott, von Jesus Christus, das auf diese Erde kommt und alle Reiche zerstören wird. Und dieser Traum geht weiter, dass dieser Stein immer größer wird und größer wird und größer wird, bis die ganze Erde bedeckt. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Was hat das jetzt mit der Kreuzigung von Jesus zu tun? Ganz viel. Und zwar müsst ihr verstehen, dass zu der damaligen Zeit die Juden dieses Bild hatten. Das müssen wir verstehen. Und das fehlt uns oftmals. Sie hatten dieses Bild. Sie haben gewartet auf den Messias. Sie haben gewartet auf den König. Auf den König, der endlich mal die Römer in die Pfanne haut. Das war ihr Bild. Da soll ein König kommen, der auf den Putz haut. Der alle niedermacht. Der alle kaputt macht. Und jetzt endlich wieder ein jüdisches, israelisches Königreich entsteht. Mit einem König wie damals, König David oder König Salomo. Ja, auf so einen warten wir jetzt. Und jetzt ist er da und er kommt. Da war eine Luft zu spüren. Sie haben eine Sehnsucht gehabt, dass genau dieses passiert. Und es geschah ja auch. Jesus, ganz unscheinbar, wie so ein kleiner Stein, unscheinbar. Wo wurde er geboren? Als König. In einem Stall. Das war unscheinbar. Wie wuchs er auf? Ganz normal als Kind. Und wann ist er zur Erscheinung getreten? Erst mit 30 Jahren. Und dann fing es klein an und es breitet sich aus. Das Königreich von Gott breitet sich aus. Das Königreich von Gott breitet sich aus. Und niemand kann dieses Reich aufhalten. Und es ist ein Reich, das sich ausbreitet von innen nach außen, nicht durch Schwert. Petrus wollte ein Schwert im Garten Gethsemane ziehen. Und Jesus sagt, das Stecken ist genug. Es ist nicht mein Reich. Mein Reich geht von innen nach außen. Und jetzt komme ich auf diesen eigentliches Thema. Ich wollte erstmal eine Grundlage bilden, damit wir verstehen auf die Reaktion der verschiedenen Leute, die unter dem Kreuz standen. Und ich beginne mal. Die Stimme der Feinde. Ich sage einfach mal, die Stimme der Feinde. Jesus hatte Feinde. Wer waren denn die Feinde? Die Feinde waren die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Priester. Warum? Sie waren neidisch auf Jesus und ein Stück weit auch konnten sie nicht nachvollziehen, dass das der Messias sein soll. Warum? Weil die hatten was ganz anderes im Kopf. Die dachten an einen König, der mit dem Schwert jetzt kommt, der es denen zeigt. Es gab in der Gruppe von Jesus, von den Jüngern, die 12 Apostel, gab es Zeloten. Das waren Haudegen. Das war so, man könnte sagen, die damalige Terroristengruppe. Die wollten, dass das geistige Leben in Israel wieder erweckt wird, aber sie wollten es mit Gewalt. Das waren so richtige Terrorleute. Die haben Leute umgebracht. Die haben die Römer umgebracht. Zeloten. Ihr kennt vielleicht so diese Geschichte von Barabbas und so, ne? Und die Räuber teilweise. Das waren so Haudegen. Und übrigens, bei den Jüngern waren auch Zeloten dabei. Ihr könnt euch vorstellen, was Jesus da zu tun hatte am Anfang. Und die wollten jetzt diesen Jesus haben sie abgelehnt. Wir lesen mal Matthäus Evangelium 27 Kapitel Vers 39 bis 43 folgendes. Aber die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen,
der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotten aber auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ist er, und jetzt seht ihr, ist er der König Israels? So steige er nun vom Kreuz herab und wir wollen ihm glauben. Die wollten nur Zeichen. Er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Ist übrigens auch eine Sprache aus dem Psalm 22. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Und hier sehen wir schon, die Feinde von Jesus. Wie haben sie reagiert? Die Stimmen der Feinde. Jetzt zeig doch mal deine Kraft. Jetzt hängst du doch am Kreuz. Hilf dir doch selber. Wenn Gott Lust hat an dir, dann soll er doch jetzt helfen. Da sehen wir schon, wisst ihr, an wen die mich erinnern? An diese Geschichte von den 3 Männern von dem ersten Mann. Die so, der das Loch gräbt, einfach nur so und frustriert ist. Weil sie das gesamte Bild nicht verstehen. Sie verstehen es nicht. Sie denken an einen König, der ganz anders ist, wie sie sich vorgestellt haben. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wisst ihr was? Ich bewundere Jesus. An der Stelle können wir mal stille sein. Jesus hält es aus. Der Sohn Gottes am Kreuz. Sie verspotten ihn. Sie lachen über ihn. Er hätte alle Macht gehabt. Aber er hält es aus. Wie sind wir? Da muss nur eine kleine Sache kommen. Und wir rasten aus. So wie ich gestern. Da muss nur ein kleines Ding kommen. Bam. Und wir flippen aus. Schau mal auf Jesus. Merkt ihr, was für einen Jesus wir haben? Merkt ihr das? Der einfach aushält. Der sich auf sich ergehen lässt. Der hält es aus. Und da können wir echt, da kommt so eine Ehrfurcht über mein Leben. Und denke ich, wow, was für ein Gott haben wir. Das war eine Stimme der Feinde, die ihn praktisch beschimpfen haben. Jetzt kommt mal die Stimme seiner Freunde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe alle Evangelien durchgelesen, alle Geschichten nochmal genau studiert und nochmal angeschaut. Meine Frage war, wo sind denn die Freunde? Wo sind denn die Stimmen der Freunde? Natürlich gab es manchmal ein Gespräch zwischen ihm und Johannes und wegen seiner Mutter und so weiter. Aber wo sind denn jetzt seine Freunde? Wo ist Petrus jetzt? Wo sind die ganzen Jakobus, Thomas? Wo sind die alle? Ich meine, ganz ehrlich, in diesen Momenten erwartest du, dass deine Freunde da sind, aber die waren weg. Die Stimme der Freunde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nichts gefunden. Und wenn man nichts sagt, wenn man schweigt, ist das auch eine Art der Stimme, die man nicht hört, aber durch eine Haltung schreit es. Wenn man am Tisch sitzt und man sucht Leute, die einen verteidigen und die schweigen, dann ist auch ein Ausdruck einer Stimme. Und die Freunde von Jesus, wisst ihr, die sind eigentlich ähnlich wie die Feinde von Jesus, nur sie waren gegenüber Jesus nicht böse. Sie waren durcheinander. Aber die haben genau das gleiche gedacht wie die Feinde von Jesus. Die dachten, Jesus, warum unternimmst du jetzt nicht? Warum? Du hängst da am Kreuz. Schau mal, Jesus, wir haben gesehen, wie du Taube haben gehört, Blinde haben gesehen, Dämonen sind ausgetrieben, du hast mal 5000 Menschen plus Frauen und Kinder hast du mit Essen versorgt. Jesus, du hast im Sturm hast du zu diesem Sturm gesprochen und es wurde still. Warum unternimmst du jetzt nichts?
wir verstehen es nicht. Wisst ihr warum? Sie haben es einfach nicht verstanden, dass das Reich von Gott ein anderes Reich ist wie diese Reiche dieser Welt. Das müssen wir verstehen, in diesem Zusammenhang. Es scheint alles zu Ende zu sein. Schauen wir uns mal auch an die Stimme der Schöpfung. Die Stimme der Schöpfung. Ich habe mir gedacht, das nehme ich auch noch mit rein, weil die Juden damals, die hatten immer auf die Schöpfung geschaut, beziehungsweise wenn Gott sich so etwas gestellt hat, dann hat er mit der Schöpfung auch noch das bestätigt. Nimm mal ein Beispiel. Im Alten Testament, Mose, der war da unterwegs mit dem Volk Israel und da war ein rotes Meer und plötzlich teilt sich das Meer. Wow, Gott, jetzt bist du da. Oder die 10 Plagen, die wir gehört haben in diesem Abendmahl, die 10. Plage, die schlimmste Plage. Gott ist mit uns. Jawohl. Oder in der Wüste, das Manna. Ja, genau, da kommt Manna. Ja, Gott ist da. Oder am Tag wurde das Volk Israel geführt mit einer Wolkensäule, in der Nacht mit einer Feuersäule. Jawohl. Gott ist mit uns, die Schöpfung spricht zu uns, jawohl. Oder Elia betet vom Himmel und plötzlich kommt Feuer vom Himmel, jawohl. Die Schöpfung redet hier und Gott stellt sich zu uns. Aber was ist hier? Wir lesen Matthäus Evangelium, 27 Kapitel, Verse 45 steht, aber von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Wie reagiert die Schöpfung? Wie reagiert sie? Dunkelheit. Stunden. Ich muss mir vorstellen, es ist ja so eine Zeit, wie wir es jetzt haben. Gerade es war ja am Vormittag. Und du gehst raus und es ist rabenschwarz. Dunkle Nacht. Dunkel, dunkel, dunkel. Und dunkel heißt die Abwesenheit von Licht. Das heißt Dunkelheit. Es ist die Abwesenheit von Licht. Die Schöpfung sagt an der Stelle, Gott ist nicht da. Er ist nicht da. Somit ist diese Kreuzigung rein von dem, was die Jünger erlebt haben, seine Mutter erlebt haben, Johannes erlebt haben, das war eine dunkle Stunde. Sie sahen auf Jesus und sagten, jetzt ist alles vorbei. Es ist wie, was ist da los? Jetzt, Jesus, sag du doch mal etwas. Sag mal was, Jesus, die Stimme von Jesus. Schauen wir uns mal an. Jetzt, Jesus, jetzt kommt er. Jetzt wird er was sagen. Der König, an dem ihr glaubt, der wird das bestimmt, kommt jetzt noch etwas. Jetzt wird noch was geschehen. Die Stimme von Jesus. Aber wir lesen im Matthäus-Evangelium 27, Kapitel, Verse 46 bis 50 folgendes. Und um die 9. Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist übrigens die Anfangsverse von dem Psalm 22, den ich vorgesagt habe. Etliche der Anwesenden sprachen, als sie es hörten, hey, jetzt der Ruf vielleicht in Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihn zu trinken. Das hat man damals gemacht, wenn man nochmal die Gekreuzten nochmal vielleicht aufpushen wollte. Es war so ein Betäubungsmittel, aber auch gegen den Durst hat es geholfen damals, weil sie wollten hören, was er sagt. Die übrigen aber sprachen, halt! Lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Ich weiß, Jesus hat auch andere Dinge gesagt. Ich weiß, das Evangelium, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun und so weiter. Es gibt ja verschiedene Dinge, die er gesagt hat, aber es waren seine letzten Worte. Und er sagt, Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und jetzt, das kann ich jetzt
an der Stelle mit Worten nicht erklären, was da passiert ist. Das geht nicht. Deswegen habe ich vorhin gesagt, die Kreuzigung damals haben viele Menschen erlebt. Aber es geht um was ganz anderes. Es ging darum, dass Jesus zur Sünde wurde. Die Sünde der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Somit trennte sich sein Vater von ihm. Das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Jesus sagt im Garten Gethsemane, Abba, Vater. Nicht, was ich will, sondern was du willst. Er spricht Abba, er sagt Papa, Papa. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Ich weiß nicht genau, ob ihr schon mal diesen Film gesehen habt, Schindlers Liste. Da sehen wir, wie brutal Menschen sein können. Aber eine Szene, die hat mich wirklich damals, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, ich konnte da nicht schlafen. Es ist die Szene, als in diesem Arbeitslager waren die Frauen, die kamen auf den Platz und wurden untersucht. Da kamen die Ärzte und haben die damaligen Juden untersucht, die Frauen als auch die Männer. Und die wurden untersucht, ob sie noch arbeitsfähig sind. Und die Ärzte haben dann die aufgeteilt in gesunde und nicht mehr so gesunde und so weiter. Und sie wurden abgelenkt, weil ihre Kinder waren nicht anwesend. Und plötzlich sieht man, wie im hinteren Bereich Kinder kommen. 2-, 3-, 4-jährige Kinder. Die haben gesungen. Und sie sehen, wie man sieht da, wie die damaligen Leute die Kinder nehmen und auf einen LKW bringen. Und der LKW fährt weg. In dem Moment sehen es die Mütter. Und wer Kinder hat, weiß, was da abgeht. Und sie wussten genau, sie werden ihre Kinder wahrscheinlich nie wieder sehen. Etwas, was ganz eng war, reißt man jetzt auseinander. Und dann merkt man, was für eine Schuld der Mensch auf sich geladen hat. Wir sind sündig. Und denk nicht, du bist toll. Wie schnell kippt es? Wie schnell kommen wir in solchen Situationen? Wir zeigen oftmals mit dem Finger, aber drei Finger zeigen zu dir. Und diese Szene möchte ich nochmal, und bei Jesus war es nochmal in einer ganz anderen Dimension, weil er Gottes Sohn war, er einfach in einer vollkommenen Beziehung mit seinem Vater lebte. Und diese Beziehung wurde auseinandergerissen. Es war der einsamste Moment auf der ganzen Welt. Warum? Weil er musste verstehen, wie du fühlst, wenn du einsam bist. Glaub mir eins, Jesus kennt es am besten. Meine Frage an der Geschichte war, wenn wir uns anschauen, die Stimme der Feinde, die Stimme der Freunde, die Stimme der Schöpfung, die Stimme von Jesus, ein absolut dunkler Moment. Finsternis. Gab es wenigstens jemanden, der etwas anderes gesehen hat, wie bei dieser Geschichte mit den drei Männern, der dritte, der das gesamte Bild wenigstens gesehen hat? Es gab einen. Die Stimme des römischen Hauptmanns. Wir lesen aus Matthäus-Evangelium, 27 Kapitel, Vers 54, da steht Folgendes. Da steht, als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Und ich möchte euch sagen, Karfreitag ist ein dunkler Moment, ja, und das müssen wir uns auch mal anschauen. Aber vergiss nicht das gesamte Bild. Jesus musste dies durchleben, damit du und ich, wir und im Livestream auf der ganzen Welt Leben haben. Er ist wahrhaftig Gottes Sohn. Und er starb für dich und nahm es auf sich zur Vergebung deiner Schuld. Leute, lass uns das jetzt noch einfach so hinnehmen oder einfach so leichtfertig. Hey, er hat alles gegeben
für uns, damit wir frei sind. Wir lesen aus dem Jesaja 53, Vers 4 bis 5 steht: Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen. Nee, Moment mal, lass uns mal das gemeinsam lesen. Wir lesen mal gemeinsam. Wer will, kann mitlesen. Lass uns mal aufstehen dazu, zu diesem Text. Machen wir es mal so. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Das ist der einzige Grund. Und ich möchte euch einen Satz mitgeben. Gott ist da. Gott ist da. Gott ist da. Und hat einen Plan, auch wenn alles dagegen spricht. Wisst ihr, die Jünger damals, als sie unter dem Kreuz standen, die dachten, es ist alles vorbei. Und der Heilige Geist sprach heute Morgen zu mir und sprach und sagte: Du denkst, in bestimmten Situationen deines Lebens ist vorbei. Ich sag dir, es ist nicht vorbei. Gott hat einen Plan. Auch wenn alles dagegen spricht. Er hat einen Plan über deine Kinder. Er hat einen Plan über deinen Ehemann. Er hat einen Plan am Arbeitsplatz. Er hat einen Plan. Und manchmal denken wir, wo bist du, Gott? Soll ich mal was sagen? Gott ist mittendrin. Gott ist mittendrin. Und er hat einen Plan. Gott ist da. Auch wenn wir am Kreuz stehen und sagen: Jesus, ich denke, ich finster, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Aber Gott ist da. Ich habe heute Morgen was auf dem Herzen. Ich möchte es bitten, alle, die möchten, nur die möchten, die genau so empfinden gerade momentan, als Dunkelheit in deinem Leben, irgendwas Finsteres, Du kommst nicht raus aus dem Ganzen. Ich würde gerne mal etwas machen, und zwar, dass wir mal als Gemeinde für diese Leute mal gemeinsam beten. Wenn es dir nichts ausmacht, wenn es okay ist, dann komm mal nach vorne, dann würden wir gemeinsam als Gemeinde für dich beten. Komm jetzt, schäm dich nicht, wir sind hier Familie, spielt überhaupt keine Rolle. Komm nach vorne, schnell, dann möchte man vor euch beten heute. Komm einfach mal nach vorne, kommt mal nach vorne. Wir wissen ja, hier Familie, wir wollen beten. Das ist ein heiliger Moment. Wir beten, dass der Himmel sich öffnet. Gemeinde, lasst uns mal fokussieren. Wir wollen viele Leute jetzt mal da sein. Lass uns jetzt mal fokussieren. Lass uns mal die Hände, wer möchte, die Hände ausstrecken wollen, beten, dass hier wirklich etwas geschieht. Den Himmel öffnen, wer das kann, dass wir mal in anderen Sprachen Gott erheben, Gott groß machen. Und Gott schenkt
eine Sprache, im Apostelgeschichte wird es erlebt, dass der Himmel sich öffnet und dass die Kraft des Heiligen Geistes kommt. Lass uns mal Gott erheben. Wenn du Gast da bist, lass einfach mal über dich wirken. Das ist einfach, der Heilige Geist wirkt auch in unserer Mitte. Jesus, wir wollen dich groß machen. Lass uns mal Gott anbeten. Wäre gut, wenn die Ältesten noch mit nach vorne kommen. Mal einfach mal mitbeten, das wäre toll. Wir beten jetzt gemeinsam als Gemeinde für unsere Geschwister hier vorne. Wir beten jetzt, dass du den Himmel öffnest. Bete jetzt, dass du kommst, Heiliger Geist, fall du auf jeden Einzelnen von ihnen. Fall du jetzt, Heiliger Geist. Fall du und füll du unsere Geschwister mit deiner Kraft. Bete Jesus für eine ganz neue Sicht von dem, was du tun möchtest. Gott ist da, du bist da, Jesus. Und Gott hat einen Plan, auch wenn alles anders aussieht. Und ich segne jeden Einzelnen. Danke, Jesus, dass du am gestorben bist am Kreuz, für alles, was du hier vollbracht hast am Kreuz. Danke, Jesus, dass du alle Macht der Finsternis gebrochen hast, in Jesu Namen. Angst muss gehen. In Jesu Namen. Furcht muss gehen. Komm in deiner Liebe, mit deiner Kraft über sie. Komm in deiner Liebe und Kraft über sie, in Jesu Namen. Danke dafür. Danke, Jesus. Oh, Karamasi. Ihr könnt einfach vorne bleiben, wie ihr wollt. Ihr könnt wieder an den Platz gehen, wie ihr wollt. Ihr könnt nochmal Gebet empfangen, wie ihr wollt. Wir werden es einfach nochmal Gott erheben, Gott groß machen mit Dingen, die
wo wir Gott einfach nochmal groß machen gemeinsam. Thank you.
ich wollte noch kurz was weitergeben. Das brennt mir stark auf dem Herzen. Und zwar habe ich diese Woche eine Situation mit meinem Sohn gehabt. Wir waren auf einem Sportfest. Da wurde eingeladen und es wurde im Vorfeld geworben dafür, dass es Kaffee, Kuchen und Waffeln gab. Und mein Sohn liebt Waffeln über alles. Damit kannst du ihm die größte Freude machen. Und ich habe schon 2 Tage vorher ständig gesagt, ja, da gehen wir hin und dann kriegst du deine Waffel. Und dann kriegst du deine Waffel. So, wir waren auf diesem Fest, wir standen in der Reihe. Und ich habe vorher noch zu ihm gesagt, jetzt gehst erstmal spielen, wie wir Eltern halt so sind. Und du kriegst dann deine Waffel, keine Sorge. So, wir haben uns angestellt, ich war die Dritte in der Reihe. Und ich höre, wie die Frau am Waffeleisen sagt, du, wir haben keinen Teig mehr. Und ich guck so aus der Reihe und ich sag so, nein, nein, bitte, ich habe seit 2 Tagen meinem Sohn versprochen, er kriegt eine Waffel. Wenn der jetzt keine Waffel kriegt, dann geht für den die Welt unter. Ich weiß, alle Kinder wollen eine Waffel, aber bitte eine Waffel für meinen Sohn. Und es war irgendwie so, hat der Heilige Geist so krass zu mir gesprochen in diesem Moment. Und die Frau hat eine Waffel auf der Seite liegen gehabt, die für in ihren Augen nicht gut genug war zum Verkaufen. Und die hat sie mir dann zum Schluss noch geschenkt sogar. Und es war so krass. Ich setze mich an den Tisch und Gott sagt zu mir, schau, und genau so kämpfe ich für dich. Ich habe ein Löwenherz. Und selbst wenn du vielleicht nicht nach vorne gekommen bist, weil du dachtest, naja, so eine dunkle Finsternis gibt es jetzt gerade nicht, dass ich jetzt für mich beten lassen könnte. Hey, bei jeder Kleinigkeit, die in deinem Leben passiert, du musst nicht dafür kämpfen. Gott ist deine Gerechtigkeit. Er kämpft für dich. Er macht den Weg frei. Er hat es am Kreuz vollbracht. Du musst nicht kämpfen, um aus dieser Finsternis rauszukommen. Er hat es vollbracht und er macht den Weg für dich frei. Zeugtes, mir ist vergeben, der König.
Jesus, meine Hoffnung lebt. Amen. Ja, wir sind fast am Ende des Gottesdienstes angekommen. Wir wollen noch unsere Gäste herzlich grüßen, die heute zum ersten Mal da sind. Wenn Sie von ferne kommen, super, dass wir wieder so richtig schön reisen können und an Ostern unterwegs sein können. Sie sind herzlich eingeladen für ein kaltes oder für ein warmes Getränk hier in der Gemeinde. Allerdings hat das Bistro erst am Sonntag nach dem Gottesdienst geöffnet. Das ist keine Manipulation, aber herzliche Einladung für Sonntag, für den Auferstehungsgottesdienst. Wir haben um 10 Uhr hier Gottesdienst, ein ganz spezieller Gottesdienst, auch für Jung und Alt, gerade für die Jungen. Für die Kinder ist sehr viel Geniales vorbereitet, ladet auch hierzu herzlich ein und wir freuen uns, wenn Sie da wiederkommen. Dann noch eine Ansage, und zwar am 1. Mai wird ein Sponsorenlauf sein nach dem Gottesdienst, ne? Wenn also Leute auf euch zukommen, das wird einmal fürs Bundescamp sein und dann auch für die Pfingstfreizeit, könnt ihr unterstützen, entweder indem ihr die Läufer unterstützt mit 1, 2, 3, 4, 5 Euro pro Runde oder dass ihr selbst lauft und euch Sponsoren sucht. Wird auch weiterhin angesagt, also auch dazu herzliche Einladung. So, jetzt stehen wir auf für den Schlusssegen. Jesus, danke, dass du unsere Hoffnung bist und dass wir nicht in Trauer bleiben müssen, sondern dass Hoffnung, das unser Leben kennzeichnet, Herr. Und du bist der Herr für alle Probleme dieser Welt. Und ich bete auch, dass du mit Hoffnung in die Krisensituation dieser Welt kommst, in die Ukraine und ganz egal, wo Kriege sind, Herr, dass du mit deiner Hoffnung reinkommst. Du hilfst Menschen, du bist da. Und so spreche ich Segen über jeden Einzelnen aus. Ich spreche deine Kraft aus, deinen Frieden und deine Freude, Herr. Und bete, dass du mit jedem Einzelnen auch bist jetzt an diesem Osterfest. Amen. Schöne Ostern dann.